Einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder auf Achse, dieses Mal zum, ja, Fatis Blaue. Nein, ja. So ganz blau ist es nicht. Obwohl der Himmel schon. Nein, wir fahren auf den Pitz, wir tragen es dann weiter. Wir stehen jetzt da Übergang Sellerjoch, Bodalpass, an der Kreuzung. Wie ihr seht, ja, Juli, Ende Juli jetzt sind. Ein bisschen was los ist schon von den Autos, es geht aber ganz gut. Wir sind rechtzeitig am Weg. Und jetzt werden wir dann aufgekurbelt, die paar Meter. Und ab dem Pass heißt es dann für uns schieben und tragen. Hoffen wir das Beste, Wetter sagt cool auch, wirklich gut. Ideal für so Bike-Hochtouren. Und wie ihr es da seht, wenn ich da so rausdrehe, genau, also Kulissen schon Bombe. Richtig gut. Dann auf geht's! Wir haben es geschafft, die unbändige Weiden da rauf, gell? Ja. Nein, ist recht gut gegangen. War da etwas echt schön. Da ist die Gondelbahn. Das heißt, war da rauf. Die nehmen uns aber nicht mit. Das heißt, wir müssen jetzt da durch rauf. Was du siehst, in dem Bereich, das Radl rauf circa. Ja. Genau. Und schon wieder mal alles zurück. Und da ist er schon angeschrieben. Bitzbue, gehört Schwinz. Na gut, auf geht's. Würde ich sagen. Schon gemacht, oder? Das ist ein Traum. Zeit fürs Huckebike, richtig. Also, sobald das sowas anfängt, fängt bei uns das Huckebike auch. Da machen wir jetzt ein bisschen Werbung für das, was super, super Geschichte ist. Und für jedes Radl, wo man Sportzeit höllisch kauft und gerade oben, wo es dann schwieriger wird mit dem Greifen. Tatlose Geschichte. Ja, wir hängen schon drinnen in der Last des Alltags. War es da schmierig. Es hat gestern geregnet, da recht stark. Boah, es geht wie Nutella. Krass. Ja. und das sind echt viele Stufen. Sie haben es wirklich gut gemeint. Es sind sehr viele Stufen. Es ist eigentlich ideal, der Berg für so ein Booty-Workout. Genau, so wie ich das will, der kann den Berg auch machen. Nebenbei ist eine ganz coole Abfahrt. Gloria Victoria, die ist da im Bilde. Kriegst du noch Wanderstecken dazu, dann musst du Nordic Walking machen. So. Kulissen ist ein tragbar, muss man sagen. Das brauchbar und jetzt hoffen wir dann auch das Beste vom Aufstieg, dass es nicht zu viel Kraft annimmt. So, es wird nicht flacher, dafür die Kulissen umso schöner und da sieht man jetzt gerade Gondel unten, sogar schon zum Sicher. Also die sind echt wahnsinnig schnell und die fährt da ganz auf. Das ist echt heftig. Krass. Aber geht diesmal super zum Gehen. Vom Feeling ist Monte Cristallo Feeling. Das Video habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Ist gerade online gekommen. Und der Weg ist aber wesentlich besser benannt. Also macht echt Spaß. Was sagt der Chef? Der Bachplatz. Die Marmelade schaut ganz schön. Ja, da hinten ist die Marmelade. Wow. Da werden wir uns morgen. Morgen beginnen. Wahnsinn. Einmal eine andere Perspektive hinter mir. Jackelt auch schon einer daher. Ja, geht gut. Haben wir gerade noch Wasser aufgefüllt. Aber was ist? Aber Spaß. Und so schaut es dort aus. Ich
wie ihr seht, sind wir jetzt schon relativ weit oben. Geht voll gut zum Gehen. Seht ihr, der Weg ist recht gut ausgegangen. Und die Aussicht ist einfach Bombe. So, da oben ist jetzt dann gleich das Joch mit einer Hütte. Und da haben wir dann sicher voll die gute Aussicht. Schneller ein paar Tage. Und keiner hat das Radl mitgenommen. So viel Leute heute beim Zug. Und keiner hat es mitgenommen. Nein. Wahnsinn. Aber ist super gut aufgegangen. Echt top. Da wird es nicht ein bisschen einen anderen Standard kriegen. Ja, das stimmt auch wieder. So. Riegel. Red Inc. oder unsere Touren stehen ja eher für Touren, dass man sagt, was ist was? Alone. Alone eher, man hat seine Ruhe und so und genau das auch. Schaut euch das hinten am Jahr. Genau das haben wir. Aber wir drehen es jetzt um und jetzt schaut es, wie es da zugeht. Schaut euch bitte das an, wie es da zugeht. Das ist die Wiki, da geht es nicht so zu. Aber komplett von der Gondelummer bis da her. Und jetzt drehe ich durch, gell. Bis ganz auf. Bis auf den Gipfel. Es sind mehr Leute, als wer bald der Mediamarkt seine 0% Finanzierungstag hat. Also ich hoffe schon, dass es oben am Gipfel was gratis gibt, weil die Kugeln die eine Seite scheuchen, die Leute. Ich möchte das einmal feststellen. Ich muss echt überlegen, was wir denn heute machen, ob das überhaupt möglich ist, weil um überhaupt aufzukommen, wir werden glaube ich den Namen aufschneiden müssen. Zu einer späteren Zeit. Es ist wahrscheinlich, es ist unter der Woche, gell? Es ist unter der Woche. Ja, du. Und deswegen haben wir es eigentlich auch, du, aber ich habe das echt nicht gewonnen, muss ich halt über das eigentlich lachen. Es ist nicht immer 3. August, gell? Nein, nicht einmal das, nein. Es ist unter der Woche und er hat eigentlich gar nicht so schön gesagt, als man sagt jetzt. Ja. Und trotzdem das. Ja. Die Leute sind trotzdem entspannt. Nein, die feiern uns ja total, aber ich bin es halt nicht einfach, gell? Es ist echt, nein, wow. Ja. Wenn man ja immer durchkommt. Ich möchte aber so oben nicht durch, ja. Ja, jetzt schauen wir weiter, wie es geht und dann sehen wir uns erst. So, wir haben uns jetzt von der Menschenmenge getrennt, sagen wir so, und haben entschieden, dass wir da jetzt so unter Anführungszeichen so einen kleinen Gipfel oder einfach so ein ja, Joch halt machen, wo man halt, wo ein Weg geht und dass wir den Gipfel dann oder ein Witzboi halt im Herbst dann nochmal machen, weil das mit den Leuten. Witzboi! Nein, Boe! Oh, scheiße. Halle Hölle. Ein bisschen Boe halt auch anders mal machen. Weil es hat keinen Sinn. Und der geht dann echt ein bisschen steiler auf und da kann es nicht immer mehr ausstehen. Also es macht echt gar keinen Sinn. Ja, die Kulisse ist trotzdem eine Wucht. Eine Wucht. Also echt sau geil. Aber es ist echt da. Die Punkte, die Ameisen sind alles Leute. Ja, da steht einer. Du bist keine Ameisen, nein. Aber auf der GoPro schaust du auch klar aus. Wart. Hören wir den nicht. Das Schlimme war ja, dass wirklich keiner gespürt hat, dass wir mit dem Rall sind. Ganz im Gegenteil, nur mit sicher eine halbe Stunde braucht, weil jeder gefragt hat, was das für ein Rall ist, was wir da so tun. Und es war eigentlich ein cooler Trail. Aber das Problem ist, es sind so schlechte Leute herum vom Gehen von der Gondel von uns, sind zwar hingekugelt, einfach beim Geradeausgehen, also ein paar Meter von uns halt. Und da denkst du schon, wenn dann Mineral oder herkommt, der stürzt ab, da ist was los. Deswegen haben wir entschieden, ja, weil sowas, wir machen jetzt diesen Punter irgendwas, Juwelle, wie der heißt, diesen Vorgipfel da, der hat knapp 3000 und haben herum in so Ruhe. Da geht auch noch lästiges Trail, weil es sind da knapp 100 Meter in der Völkerwanderung. Da starren wir uns dann einfach als Wanderer, schieben es durch und dann fahren wir wieder hoch. Genau. Und dann haben wir so Ruhe, weil das eine. Also im Großen und Ganzen, genau, es macht keinen Sinn. Nein, also das trifft es. Für alle Beteiligten. Ja. Nehmen wir weit zu unserem kleinen Vorgipfel. Wow, hallo. Ja, hast du nicht die Füße gesehen? Also. Das finde ich, hat jetzt mehr von Bergfeeling. Erstens haben wir uns in Ruhe und ein mega geiles Bano. Voll geil. Keine Leute können den Reue ausnehmen, können das genießen und brauchen sie durchboxen. Wir machen das in Ruhe. Die ganzen Ameisenpunkte sind Menschen. Macht keinen Sinn. Also da finde ich es echt geil. 10 Leute auf einem Haufen ist bei euch auf der Gruppe ein Punkt. Ja. Bergheil. Bergheil. Bamsi.
Meine Schmotzer. Schmotzer, ja. Ja, schön, oder? Wow. Jetzt mache ich einen Bahnhofschwenk und spaziert da schon wieder einer vorbei. Das gibt's nicht. Wahnsinn, jetzt darf man mal hier ausnehmen. Ja, ist schon vorbei. Gibt es noch einen kleinen Riegel? Mhm. Der hat sich schon gern, gell? Ja. Gut was. Wunderschön da herum. Kann man schon aushalten, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, die Sonne mag teilweise nicht ganz so rauskommen, aber es ist jetzt nicht so kalt, weil es geht kein Wind. So, da halt, das passt schon. Tadellos. Ja. Sind wir zu ein paar Fotos noch und dann geht's. Rauschen wir. Schaut sich leider auch schon ein bisschen besser aus. Jetzt werden es los, mir die Zukunft gut. Und jetzt packen wir es mir auch, haben wir es Glück. Bikebergstein! 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 Ein wunderschöner Gipfel, im Morgenlicht schaut er mich an. Knapp 3000 Meter misst er, und ich weiß, er ist halt dran. Wahnsinn, oder? Mit dem Radl kommt man Kurven bis zur Alm, da ist dann Schluss auf ihn zum Gipfelkreuz, ist aber noch recht weit. Das Rall kommt auf den Buckel, das macht uns keinen Verdruss. Fürs letzte Stück, als sind wir auch bereit. Bikebergstein, 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 Bikebergstein. Die Oberschenkel brennen, es geht recht steil bergauf. Koste es, was es wolle, haha, ich geh da heut nun auf. Die Hütten liegt da unten und der Gipfel noch weit weg. 500 Höhenmeter hab ich noch zum Tor. 20 Kilo auf dem Buckel, das kümmert mich ein Dreck. Meine Haxen lachen von allein. Bikebergstein. Ich trag mein Radl und die Fähn auf. Bikebergstein. Bin ich ab, ich fahr, bin ich gut drauf. Bikebergstein. Und alle Sorgen sind nicht mehr weit. Bikebergstein. Ich bin für magischen Dreh bereit. Es gibt viel Zeit, sie sind bei, mach ich langsam die Hochzeit bei die Sicht. Sind so breit, denn da ging um Abendlich. Kein Hotel und kein Neidig. Ich hab ein schöner Dreh, kein Empfang, kein WhatsApp. Ich bin nicht hier ein Depp. Bin ich dumm, bin ich reiz. Und ich bin durch, bin ein Hockerstoß. Und meine Ruhe, da war keiner Siegerbuhr. Auf dem Dreh, immer wieder, es kommt mir nicht zum Schein. Ich bin der Reiter, ich weiß, wer muss schon sein. Bikebergstein. Bikebergstein.
bei Radl und die Fenau. Bei der Stahl. Bin ich ob ich fahr, bin ich gut drauf. Bei der Stahl. Und alle Sorgen sind himmelweit. Bei der Stahl. Ich bin für'n magischen Trail bereit. Bei der Stahl. Bei der Stahl. Bei Bärstein, bei Bärstein, bei Bärstein. Ich mein Bergradelei, es zückt mich gegen Süden hin. Die Wege am Gardasee machen die frei, ich spüre besondere Energie. In Südtirol hab ich mein Herz schon verloren und auf Elba werd ich bestimmt wieder geboren. Ein 16er Federweg, mein Herz geht mal raus. Aus durch den Dreck, bergab und bergauf. Ich flieg über Steiner und Wurzeln, meine Seele ist frei. Ja. Ich ist bin im Gott. Moment und die Zeit geht dann voll schnell vorbei. Das letzte Stück Bikepark. Ja. 60. Auf geht's. Lockern die Trails mit in ihrer Magie, für was brauch ich einen Radlweg? Ich rumpel den Stall für mich wie ein Schiene, über Stufen und durch den Dreck. Das Hinterall schwing ich um den Herrn-Giro, und wenn das mal nicht hier haut, nimmt's mir auch keiner Grum. Ein 16er Federweg, mein Herz geht mal auf, wenn ich Lappen aus durch den Dreck. Bergab und bergauf, mein Bergradl ist für meine Seele wieder Therapie. Na bin ich ganz schnell überm Brenner und da geht's dahin. Über Storner und Wurzeln, meine Seele ist frei. An Verstand scheut die aus, damit ich den es hier nur greif. Ja, super. Ein 16er Federweg. Wenn es nach verlost durch den Dreh, bergab und bergab. Yeah, oh, yeah. Ah, ja, oh, yeah, oh, ah, yeah, oh, yeah. S2, S3, S4 und der Bier. Sehr, sehr gut. Woo.
mega, so geil. Chillen. Ich hoffe, man versteht ihn. Fast Food. Fast Food, genau. Hinten sind Snack-Karotten. Ja. Genau. Nein, Abkühlung hat sein müssen unbedingt. Also es ist dann echt richtig heiß geworden. Aber der Trail war echt richtig geil. Bombe. Also für den offiziellen Trail mega. Also wer ein Enduro voll gerne mag und halt Bikepark zu shutteln lassen, echt top. Also echt Wahnsinn. Oder auch gerne aufzutritt, das ist am Vormittag eher unser wegen dem Verkehr. Kann eine Zeit auf und dann wieder hoch, aber echt der Berg ist auch effektive Runde. War sehr cool, ja. Schauen wir, dass wir dann noch einen Schlafplatz ergattern und dann gibt es noch hoffentlich entweder einen Kaffee und Kuchen oder was zum Essen. Oder Bart, schauen wir mal. Und eine Pizza, oder alle drei. Ja, das habe ich ja gesagt, was gescheit zum Essen. ja. Ich würde mir hoffen, wenn wir es dann immer hören, denke ich, das Video hat Ihnen gefallen, oder? Ja. Hoffen wir. Die nächsten Tage geht es weiter. Morgen. Daumen nach oben, da den Sprein. Ja. Und ja. Schwenkbano gibt es noch kurz. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.